Ja, dann herzlich willkommen zum Sonntag-Live-Training hier in unserer Community Entdecke und lebe deinen Seelenplan. So schön, dass du dabei bist. Wann bist du hier überhaupt richtig? Wenn du das Gefühl hast, dass es da irgendwie noch mehr in deinem Leben geben muss als das, was du gerade vorfindest. Wenn du genauso wie ich früher, ja, spürst, das, was ich gerade mache oder was ich gerade so in meinem Leben vorfinde, das ist nicht mehr das, was ich eigentlich wirklich gerne hätte. Ich würde gern was anderes in meinem Leben machen. Ich würde gerne wirklich Klarheit haben. Was ist wirklich der Sinn meines Daseins hier? Ich hätte gerne eine viel glücklichere Familie, erfülltere Partnerschaft, weniger Streit mit meinem Partner oder ja, würde den Kindern eigentlich auch mal gerne das vorleben, was ich ihnen eigentlich mit auf den Weg geben möchte. Dann bist du hier genau richtig und schenk mir gerne mal ein Herzlein, wenn das auch irgendwie auf dich zutrifft, damit ich weiß, dass ich dich damit auch erreiche. Weil ich würde dir heute Morgen gerne so ein paar Impulse und Denkanstöße mitgeben, wie du jetzt tatsächlich die Tür zu deiner Seele öffnest, um ein bisschen mehr Klarheit zu bekommen zu deinem Herzensweg. Eigentlich wäre es so einfach, wenn wir uns selbst mal aus dem Weg gehen würden, wenn wir einfach nur mal uns mutig unserer Intuition hingeben würden, wenn wir einfach mal alle Prägungen und Themen und Schleier, die so über uns gelegt wurden, wenn wir die einfach mal so ad acta legen könnten und einfach die Schranke aufmachen könnten. Wer wünscht sich das denn? Schenk mir gerne mal ein Herzlein, Daumen hoch, wer sich das wünscht. Einfach mal jetzt heute Morgen Schranke aufmachen. Okay, was wäre, wenn es so einfach wäre? Was wäre, wenn es tatsächlich so einfach wäre? Das Ding ist, im Grunde genommen ist es einfach und wir stehen uns eigentlich immer nur selbst im Weg, weil unsere Realität im Außen, unsere Lebenswirklichkeit, das, was wir im Außen vorfinden, entsteht immer in unserem Inneren. Realität entsteht immer von innen nach außen. Niemals umgekehrt. Das mag dich jetzt, wenn du jetzt so auf dein Leben blickst oder vielleicht auch auf die letzten Jahre zurückblickst, vielleicht auch ein bisschen triggern, weil so der Gedanke aufkommt, hey, diese verdammt schwierigen Lebenssituationen, die ich die letzten Jahre hatte, die habe ich mir doch wohl nicht selbst erschaffen. Egal, welche Situation es ist, sei es beruflich, privat oder auch gesundheitlich. Diese körperlichen Disharmonien, ich nenne es jetzt ganz bewusst Disharmonien, ich nenne es jetzt nicht Krankheitssymptome, das habe ich mir doch alles nicht selbst erschaffen. Und wenn dich das auch ein bisschen triggert, dann kann ich das sehr gut verstehen, weil ich zum ersten Mal, als ich so auf der Seite saß, und du jetzt, wo man mir das gesagt hat, hey, alles im Außen ist irgendwo mal im Inneren entstanden und wir selbst und nichts und niemand anderes ist der Schöpfer, die Schöpferin unserer eigenen Lebenswirklichkeit. Bei mir war es damals ein Mann. Ich hätte ihm an die Gurgel gehen können, hätte ihn würgen können und ihn durchschütteln können und am liebsten laut schreien wollen. Das, was ich hier als Schlamassel die letzten Jahre hier sowohl im Äußeren als auch auf der körperlichen Ebene vorfinde, nie und never habe ich mir das selbst erschaffen. Nie und never. Das Ding dabei ist aber, oder das Gute dabei ist, wenn wir uns dem Gedanken öffnen und das auch wirklich verinnerlichen, dass alles eine große Energie ist, allem, was wir Aufmerksamkeit schenken, bekommt Energie und wächst und wird so letztlich zur Lebenswirklichkeit. Also zu allem, was im Außen
ist auch alles, was du jetzt mit deinen Augen siehst. Ich bringe ein Beispiel dazu. Wenn du dich in deiner Wohnung, in deinem Haus oder egal, auch wenn du vielleicht irgendwo eine Mietwohnung hast, ist ja egal, oder ein Apartment. Alles, was du da siehst, an Gebäude, an Mobiliar, da war erstmal der Gedanke da. Erstmal hatte irgendjemand die Idee, das Sofa wird so designt, das Dekoteil wird so designt, da kommen Fenster ins Haus und da ist die Tür und, und. Es war immer erst die Idee dazu da, also der Gedanke. Und danach ist dann der Plan gemacht worden und danach sind dann Menschen in Aktion getreten und haben das Ganze verwirklicht. Ja? Und so entsteht alles, was wir im Außen vorfinden, erstmal im Inneren mit einer Idee. So, jetzt haben wir natürlich diese Dinge, die du jetzt im Außen vorfindest, wo du sagst, das ist so heftig, so mag ich das nicht weiter, da will ich jetzt wirklich was dran ändern. Diese Lebenssituation, so wie ich sie gerade habe, die ist so schwierig. Und, egal jetzt was, ich will gar nicht so viele Beispiele nennen. Du weißt ja selbst, welche Dinge du verändern möchtest, besser als ich. Dann ist das sicherlich bis eben auf einer unbewussten Ebene bei dir entstanden. Weil da waren einfach im Unbewussten Themenprägungen aktiv, die zu den Lebenssituationen geführt haben. Und das Gute daran ist, wenn du das jetzt wirklich mal erkennst, dann hast du heute hier und jetzt wirklich auch mal die Chance, dieses Thema zu switchen und deinem Leben wirklich die von Herzen gewollte Richtung zu geben. Dir dein Leben wirklich so zu gestalten, wie du es wirklich haben möchtest. Mir ist gerade die Tage nochmal ein Titelfoto im Nirvana meines Computers über den Weg gelaufen. Ich weiß nicht, so 2014 oder so habe ich das, glaube ich, geschrieben, oder 12, 13, so um den Dreh. Ich erschaffe mir ein Leben voller Tage, von dem ich keinen Urlaub mehr machen möchte. Und das nicht nur für mich, sondern auch für die Familie. Wusste ich damals genau, wie das tatsächlich alles funktionieren soll? Nein, natürlich nicht. Wenn ich vom logischen Kopf her, vom Denker her da rangegangen wäre, der hätte mit Sicherheit ganz viele Schranken wieder zugemacht und mir ganz, ganz viele Geschichten erzählt, warum es nicht möglich ist, warum das absolut nicht möglich ist. So, und da würde ich dich schon mal dazu einladen, wie viele Geschichten erzählst du dir selbst bis eben, warum etwas nicht funktioniert, warum etwas schlecht ist, warum du es jetzt nicht kannst, egal was es ist. Und das Thema ist, solange wir uns diese Geschichten erzählen, leben wir ein Stück weit auch immer in der Vergangenheit und wühlen in alten Themen und sind energetisch in diesen Themen. Und ich habe dir eben mit auf den Weg gegeben, allem, was wir Aufmerksamkeit schenken, bekommt Energie und wächst. Weil Materie folgt immer dem Geist. Und es gibt einfach gewisse Grundgesetze im Leben, die sind einfach unumstößlich. Das Gesetz der Schwerkraft, Beispiel, kann niemand von uns außer Kraft setzen. Ein weiteres Gesetz davon ist, dass Materie immer dem Denken folgt. Also Materie folgt immer dem Geist. Umgekehrt ist das nie möglich. Auch dieses Grundgesetz kann niemand von uns außer Kraft setzen. Das heißt mit anderen Worten, alle Dinge, die es heute gibt, sind immer von einer Idee ausgegangen, sind immer aus einer Idee heraus entstanden. Und das bedeutet eben auch, dass jetzt dein zukünftiges Leben, dein Erfolg oder dein Misserfolg bei jedem von uns, bei mir, bei dir, bei absolut jedem von unserem Denken ausgeht. Unsere Gedanken sind nicht nichts. Unsere Gedanken, es ist alles eine große Energie. Und so sind auch unsere Gedanken eine Form von Energie, die wir ständig aussenden, wie so ein Radiosender. Und auf der Frequenz, auf der wir aussenden,
kommt es einfach auch zurück. Empfangen wir auch, weil das Universum uns das schickt, was wir ausgesendet haben auf dieser Frequenz. Ja? Was meine ich jetzt auch als Beispiel damit? Wenn wir mit der Aufmerksamkeit in der Vergangenheit leben, also tatsächlich da uns den ganzen Tag überwiegend mit den Dingen beschäftigen, die gestern waren, die vorgestern waren, die letztes Jahr waren, was auch immer es ist, dann schenken wir diesen Themen Aufmerksamkeit. Und wir verhalten uns letztlich so, ich bringe dir da ein Beispiel zu, ein metaphorisches Beispiel, damit wir auch deinen Kopf, dein Denker hier heute Morgen mit im Boot haben, damit er auch so, aha, so ist das Effekt hat. Wenn du mit dem Auto unterwegs bist und von A nach B fährst, wie fatal ist es, wenn du da in den Rückspiegel schaust? Wenn du nur in den Rückspiegel schaust, käme keiner von uns auf die Idee, es wird wahrscheinlich keine 200 Meter dauern, dann würdest du irgendwo an der Mauer hängen. Und das ist letzten Endes, und hättest keine Chance weiterzukommen. Und das ist letzten Endes, metaphorisch gesprochen, das Gleiche, was wir machen, solange wir immer in der Vergangenheit wühlen und uns Geschichten erzählen, weil das so und so war, kann ich jetzt mein Leben nicht verändern oder ist es schwierig oder funktioniert es nicht und, und. Egal in welchem Bereich, beruflich, gesundheitlich, privat, egal in welchem Bereich, kein Bereich ist da ausgeschlossen. So, das heißt, es darf jetzt, ab heute, wenn du das möchtest, fühle dich dazu eingeladen, darum gehen, in der Zukunft mal nach vorne zu schauen und ja mal ganz klar darüber zu werden, wie willst du selbst es denn tatsächlich haben? Wie möchtest du selbst denn tatsächlich dein Leben haben? Beruflich, privat, gesundheitlich. Für mich gibt es da keine Trennung, das hängt alles irgendwo zusammen. Wenn du beruflich total erfüllt bist und machst total das, was dich wirklich erfüllt, was dich glücklich macht, bist aber privat in einer Beziehung, wo nichts funktioniert, dann wird sich das unweigerlich irgendwann auf deine berufliche Situation auswirken, weil dir einfach Energie fehlt, weil dir der Fokus fehlt, weil du gedanklich dich dann viel zu sehr mit der Partnerschaft beschäftigst, weil das einfach Dinge sind, die dich belasten. Und letztlich wird es irgendwann auch auf der gesundheitlichen Ebene sich bemerkbar machen. Und umgekehrt, wenn du eine wunderbare Familie hast, Partnerschaft, alles bestens, aber keinen Beruf, also dem Ruf deiner Seele tatsächlich folgst, dass du morgens aus dem Bett tippst und sagst, yeah, das ist mein Ding, das werde ich heute wieder weiter verfeinern und weitergehen, die nächsten Schritte gehen, den nächsten Quantensprung machen, die nächste Stufe erreichen oder was auch immer es ist, dann wird sich das auch unweigerlich irgendwann auf die Familie, auf die Partnerschaft auswirken, auf die Beziehung auswirken, weil du bist ja unzufrieden dann. Und diese Unzufriedenheit, unweigerlich, bekommt auch irgendwann das Umfeld mit und irgendwann wird es auch Auswirkungen auf der gesundheitlichen Ebene haben. Also du merkst, es hängt immer alles zusammen. Alle Weltkulturen bezeichnen auch im Übrigen das Thema Menschsein aus den drei Komponenten, Körper plus Geist plus Seele. Es hängt alles miteinander zusammen. Und jetzt ist es oftmals so, dass wir schon so viele Prägungen und Muster und Schleier über uns gelegt haben, über uns gelegt wurden, wann auch immer, warum auch immer, so viele Verstrickungen da sind auf der energetischen Ebene, warum auch immer sie da sind. Die uns dann sogar schon denken lassen, ja, ich gebe mich mit viel weniger zufrieden oder wie ich das auch von mir kenne, es gibt da draußen, als ich so unzufrieden im Job war, ne, ich komme ja aus dem öffentlichen Dienst, habe eigentlich gut verdient, hatte trotzdem nie Geld,
Aber wie lange habe ich mich damit getröstet? Es gibt da draußen so viele Menschen, die so stolz auf deine Stelle wären. Unkündbar. Eigentlich ein guter Verdienst. Du überarbeitest dich nicht. Ne? Du hast 13. Monatsgehalt, 30 Tage Urlaub im Jahr und, und. Wie lange habe ich mich damit auch getröstet? Das Ding ist nur, das hilft ja niemandem weiter. Weder kann ich dann ein Beitrag für die Welt sein, den ich eigentlich sein möchte, der wirklich meiner Lebensaufgabe und meinem Seelenplan entspricht, noch tue ich mir selbst einen Gefallen, wenn ich mich damit tröste und weiterhin unglücklich am Arbeitsplatz hocke. So, worauf will ich hinaus? Ich würde jetzt gerne dich mal dazu einladen, zu beginnen, wirklich mal groß zu denken. Unter dem Tenor, was, wenn wirklich alles auch für dich möglich wäre. Und da würde ich dich jetzt mal gerne dazu einladen. Du kannst da nichts falsch machen. Stell dir einfach mal vor, alle energetischen Mauern und Barrieren, die du bis eben so um dich aufgebaut hast. Ich komme ja auch so aus der spirituell-esoterischen Ecke und habe da auch gelernt, einen Schutzwall um mich aufbauen zu müssen. Wir haben auch aus der Kinderstube, je nachdem, welche Erfahrungen und Verletzungen wir erlitten haben und was auch immer, und das ist keine Elternschuld, die Eltern haben sicherlich nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt, aber sie waren ja letzten Endes auch nur in Anführungsstrichen verletzte Kinder. Sie konnten uns ja nur das Allerbeste nach ihrem damaligen Dafürhalten mit auf den Weg geben. Und wir sind ja eigentlich hierher gekommen und haben mit großen, neugierigen Augen in die Welt geschaut, wollten die Welt entdecken, wollten Dinge erschaffen. Es war alles möglich für uns. Wir hatten große Träume, keine Ahnung, vielleicht erinnerst du dich, was wolltest du als Kind mal werden? Was für große Träume hattest du? Du hieltest alles für möglich. Du hattest keine Ansicht darüber, dass irgendetwas nicht gehen kann. Du hattest vor allem keine Ansicht über Geld vor allem. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Es gibt, glaube ich, kein Thema, zu dem wir ein unheilsameres Verhältnis haben als zu dem lieben Thema Geld. Dabei ist alles, auch das Geld, eine Form von Energie. Und solange wir uns dann sagen, muss es denn immer um Geld gehen? Ich darf mich ja auch mit weniger zufrieden geben. Und ja, so viel Geld braucht doch keiner. Und keine Ahnung, was auch immer da so die Muster und Glaubenssätze sind und Gedanken. Solange verschließen wir uns natürlich gewissen Dingen. Wir kämen ja auch nicht auf die Idee zu sagen, worüber wir ja gar keine Prägung haben, dass Sauerstoff, die Luft zum Atmen immer da ist. Wir atmen ein und aus, wenn wir tiefer ein- und ausatmen, merken wir, wie gut uns das tut und kommen ja auch nicht auf die Idee, dass wir uns das nicht erlauben dürfen. Und wir kommen schon gar nicht auf die Idee, wenn wir in einem Raum sind, keine Ahnung, mit 50, 100 Menschen und haben das Bedürfnis, mal tiefer ein- und auszuatmen, vor allem vielleicht einzuatmen, dass wir jemand anderem was wegnehmen. Nur bei dem lieben Thema Geld, da haben wir plötzlich so seltsame, interessanten Ansichten. Nee, davon brauche ich ja nicht so viel. Ja? Es ist allerdings auf der universellen Ebene, es ist alles eine Form von Energie. Auch das liebe Thema Geld ist eine Form von Energie, zu dem wir aber ganz seltsame Ansichten haben. Und so haben wir dann auch die interessanten Ansichten, weil da auch viele Prägungen aus der Kinderstube kommen. Jetzt gib dich doch mal zufrieden, jetzt sei doch mal zufrieden, du kannst nicht alles haben. Für uns ist das nicht möglich und das brauchst du doch nicht und keine Ahnung was. Wir hatten als Kinder keinerlei Ansichten darüber. Wenn wir irgendwo ein Spielzeug gesehen haben, dann wollten wir das haben. Ohne Begründung. Wir hatten auch keine Ansicht darüber, wie viel das kostet. Wenn da 100 Euro standen, war das für uns das Gleiche, wie wenn 10 Euro da standen. Oder je nachdem, wenn du zu meiner Generation gehörst, in D-Max-Zeiten noch denkst und ab und zu immer noch umrechnest. wir hatten da keinerlei Ansicht drüber.
So, darf ich dich mal dazu einladen, dich wirklich dem Gedanken zu öffnen, dass auch für dich unter dem Aspekt, dass jeder von uns ein unendlich großes Wesen ist, sich die Lebenswirklichkeit selbst erschafft und dass auch für dich viel, viel mehr möglich ist als das, was du bis eben noch für möglich hältst. Jetzt hatte ich dich eben dazu eingeladen, mal Barrieren runter und energetische Mauern runterzufahren. Da bin ich jetzt ein bisschen abgekommen, das wollte ich nur ein bisschen erläutern, weil wir einfach als Kinder ganz viele Verletzungen, je nachdem, welche Erfahrungen wir gemacht haben, einfach auch so Schutzmauern um uns aufgebaut haben. Rein energetisch gesehen, bei dem einen oder anderen macht sich vielleicht sogar damit bemerkbar, dass auf der unbewussten Ebene so der Glaubenssatz entstanden ist. Das Leben ist eine harte Schule, das Leben ist schwer. Das kann sich natürlich auch schon mal im Äußeren durch ein paar Zahlen auf der Waage bemerkbar machen, die wir so auch nicht gerne hätten. Mit anderen Worten, es kann auch dieser simple Glaubenssatz, das Leben ist schwer, dazu führen, dass ich schon zig Diäten und alles Mögliche ausprobiert habe und trotzdem nicht an Gewicht verliere, weil auch das letzten Endes eine Auswirkung darauf hat. Ja, du merkst schon, wie alles hier irgendwo zusammenhängt. Vielleicht hörst du es zum ersten Mal, vielleicht hast du es schon öfter gehört. Vielleicht ist heute der Punkt gekommen, wo so nach dem Motto 100 Mal gehört, ja, und jetzt habe ich es verstanden. Jetzt kann ich es ändern. Ja. Diese Erfahrung kennen wir ja auch alle. Ich bin ein absoluter Fan von Hörbüchern und gewisse Dinge, gewisse Hörbücher und Lektionen schon zigmal gehört und plötzlich denke ich, mein Gott, das hast du jetzt schon gefühlt 100 Mal gehört. Dieser Satz, der war vorher nicht da. Der war vorher definitiv nicht auf dieser Audiodatei drauf. Ja, kennen wir alle. Warum? Weil wir in dem Moment diesen Satz dann tatsächlich aufnehmen und dann können wir switchen und können was verändern und können es tatsächlich, weil wir es verstanden, weil wir es verinnerlicht haben, etwas verändern. So, als ich dann davon gehört habe, vor einigen Jahren, vor vielen Jahren, ist schon eine ganze Weile jetzt her, es ist viel hilfreicher, Barrieren runterzufahren, und nicht die interessante Ansicht zu haben, ich muss mich vor etwas schützen, hat mein ganzes System rebelliert. Also das war eine absolute Challenge für mich. Und ich gebe dir ein Beispiel dafür, was mir da geholfen hat. Wenn wir keine Barrieren um uns aufgebaut haben, die Angriffe, die von außen kommen, metaphorisch gesprochen Angriffe, die Dinge, die nicht wirklich zu uns gehören, die wir aber, und ich glaube, du gehörst auch zu denjenigen, die sehr sensibel sind, feinfühlig, wahrnehmend, die wir aber aufnehmen und glauben sogar, dass es unsere sind. Die können wir nur erkennen, wenn wir tatsächlich die Barrieren unten haben. Weil wir dann entweder ausweichen und sie erst gar nicht in eine energetische Mauer reinkommen können, wo sie letzten Endes auch zu, ich nenne es jetzt mal, entzündlichen Prozessen führen, auf unterschiedlichste Art und Weise im Leben. Das kann auf der körperlichen, auf der mentalen oder auf der seelischen Ebene natürlich auch sein. Ja? Deshalb würde ich dich gerne mal einladen und du kannst da nichts falsch machen. Stell dir einfach mal vor, du fährst jetzt alle Barrieren mal runter, alle Mauern mal runter und nimmst so mal Kontakt mit deinem unendlich großen Wesen auf, dass du ja in Wahrheit bist. Wir alle haben diesen physischen Körper, den wir mit dem bloßen Auge sehen, aber wir sind ja nicht dieser Körper. Wir haben lediglich diesen Körper. Und da fällt mir gerade noch so etwas ein, was ich dir heute Morgen auch gerne mit auf den Weg geben möchte. Bei jeglichen körperlichen Herausforderungen, die du bis eben hattest, Disharmonien. Auf der klassisch schulmedizinischen Ebene würde man von Krankheitssymptomen sprechen. Das sind nichts anderes letztlich als Botschaften von deiner Seele,
diese dir inzwischen die letzten Wochen, Monate, Jahre über deinen Körper geschickt hat, um dich darauf aufmerksam zu machen. Hey, schau hierher. Du bist nicht wirklich auf dem Weg deines Herzens. Du machst Dinge, die dir viel mehr Energie rauben, als dass sie dir schenken. Du machst Dinge aufgrund von Glaubenssätzen, weil du gar nicht für möglich hältst, dass es auch anders möglich ist. Dass du dir dein Leben auch wunderbar frei gestalten kannst, wenn du wirklich deinem Herzen folgst. Dass du auch die Geldenergie, die es dazu braucht, in dein Leben ziehen kannst, wenn du das machst, was wirklich deiner Lebensaufgabe und deinem Seelenplan entspricht. Das sind Dinge, die hat man uns nirgendwo beigebracht. Weder im Elternhaus, weil die Eltern es ja auch nicht anders wussten, noch in der Schule, noch sonst irgendwo. Vielleicht hörst du es jetzt zum ersten Mal, vielleicht hast du schon öfter von diesen Dingen gehört oder wunderst dich, warum du andere da draußen siehst, die scheinbar total erfolgreich und leicht ihr eigenes Ding machen, frei leben. Habe ich mich früher ja auch gefragt, wie geht das? Wie machen die das? Wie funktioniert das? Diejenigen, die auf ihrem Gebiet langfristig wirklich erfolgreich sind, die haben eines entdeckt, ihre wahre Lebensaufgabe. Die haben ihre Mission entdeckt, warum sie hier sind und folgen dem Ruf ihrer Seele. Und dann geschehen so wundersame Dinge, dass Türe und Tore vom Universum geöffnet werden und man plötzlich merkt, wie so eins das andere ergibt und wie das Universum und auch das Leben immer wohlwollend an unserer Seite ist. So, und jetzt würde ich dich da mal dazu einladen, dass du dich wirklich dem Gedanken öffnest, dass alles eine große Energie ist. Auch du bist ein Teil dieser großen ganzen Energie. Du hast einen Körper, aber du bist nicht dieser Körper. Du bist reines Bewusstsein. Du bist ein unendlich großes, wahres, energetisches Wesen, wie alles eine Form von Energie ist. Und Wahrheit, wer oder was kann unter dem Aspekt tatsächlich mächtiger in deinem Leben sein, wenn nicht du selbst? Es sei denn, du lässt es zu. Und wenn du jetzt an einem Punkt angekommen bist, wo du heute Morgen vielleicht zum ersten Mal die Erkenntnis bekommst, yes, jetzt geht es wirklich weiter in die andere Richtung, auf den Weg zu meinem Herzen. Dann hast du bis eben oder bis gestern auf der unbewussten Ebene im Grunde genommen nichts anderes gemacht, als das, dass du es zugelassen hast, dass andere Menschen, Situationen, wer oder was das auch immer ist und warum das auch immer so war. Es geht nicht darum, jetzt ein schlechtes Gewissen deshalb zu bekommen, sondern es geht darum, ich möchte dir damit mal so ein paar Aha-Effekte heute mit auf den Weg geben, dass du das erkennst. Du hast einfach nur bis gestern oder bis eben zugelassen, dass Dinge, Menschen, Situationen und wer auch immer es ist, die Macht über dich hatten. Du hast dich dem gebeugt. Und wie wäre es, wenn es ab heute darum ginge, tatsächlich so dir deine Macht, deine Kraft, deine Größe, deine Stärke und auch das Vertrauen ins Leben, das immer noch in dir angelegt ist, das vielleicht aber auch aufgrund verschiedener Gegebenheiten verschüttet wurde. Wenn du dir das jetzt heute mit einer Entscheidung nochmal zurückholst und wenn du dir so erlaubst, auch wieder wirklich groß zu träumen, was, wenn alles für dich möglich wäre und du unter dem Aspekt dir mal erlaubst zu träumen, wie würdest du da gerne leben? Wie schaut deine ideale Zukunft aus? Wirklich ohne Begrenzungen, absolut ohne Begrenzungen. Wo lebst du? Mit wem lebst du? Wie gestaltest du deinen Tag? Was machst du tatsächlich tagsüber? Wer sind die Menschen in deinem Umfeld?
Wie viel Geldenergie ziehst du monatlich, wirklich oder jährlich oder wie auch immer in dein Leben? Wie fühlst du dich in erster Linie tagsüber? Wie schaut wirklich deine ideale Zukunft aus? Und erlaub dir da jetzt mal wirklich groß zu träumen und schau mal, sei mal so in der Beobachterrolle, wie so ein Kätzchen, das so vor dem Mauseloch hockt und ganz neugierig ist, wann kommt das Mäuschen jetzt hier raus und guckt. Wahrheit, wie würde dann dein Leben ausschauen? Würdest du dann weiter da leben und wohnen, wo du jetzt wohnst und lebst? Wärst du weiter von den Menschen umgeben, mit denen du dich umgibst? Tun die dir wirklich alle gut? Sind die wirklich alle eine Bereicherung für dich? Wann würdest du morgens aufstehen? Wie schaut dein Tag dahingehend aus? Wann würdest du frühstücken? Was würdest du frühstücken? Was würdest du am Vormittag machen? Wie würdest du deinen Vormittag gestalten? Wie würdest du deinen Mittag gestalten? Den Nachmittag, den frühen Abend, den Abend. Was sind die Dinge, die da in deinem Bewusstsein aufkommen? Und ich lade dich dazu ein, das tatsächlich auch mal zuzulassen, mal groß zu träumen. Schreib's dir auch gerne anschließend mal auf ein Blatt Papier und erlaub dir wirklich groß zu träumen. Und wenn der Kopf und der Denker dann einsetzt und dir erzählt, das geht doch nicht, weil wir sollten das funktionieren, meine Ausgangssituation jetzt ist so schlecht, keine Ahnung, ich bin gesundheitlich gerade auf dem Level, dass ich mich erstmal um meine Gesundheit kümmern muss, weil ich viele Jahre jetzt krank war oder viele Wochen, viele Monate krank war, zum Beispiel. Schau mal, ich habe dir eben das Beispiel gegeben, dass unsere Seele über unseren Körper mit uns kommuniziert. Und solange wir nicht auf dem Weg unseres Herzens sind, unsere Seele ist immer sehr kreativ. Die möchte, dass du dich selbst verwirklichst, im Sinne von ich wirke, das ist Selbstverwirklichung. Die möchte, dass du deinem Herzen folgst, dass du ihr folgst. Und solange wir das nicht machen, schickt sie uns Botschaften auf unterschiedliche Art und Weise. Kenne ich aus meinem früheren Leben nur zu gut. Disharmonien, Krankheitssymptome zuhauf. Und dann kommen wir aber auf die Idee zu sagen, ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich gesund werde und dann. Das kann nicht funktionieren, weil die Disharmonie ist ja einfach da, weil du vorher Dinge gemacht hast, die dir viel Energie geraubt haben, die nicht wirklich dir selbst entsprochen haben. Das heißt, wie kannst du es wirklich lösen? Wie kannst du wirklich rundum gesund werden, indem du beginnst, jeden Tag ein Stückchen mehr dir das Leben so zu erschaffen, wie du selbst gerne hättest, indem du beginnst, deine Mission zu entdecken. Das, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, dass du mal beginnst, groß zu träumen, wie schaut dein ideales Leben wirklich aus, das ist deine Vision. Deine Mission ist das, was du als unsichtbaren Rucksack in dir trägst, was deinem Seelenplan entspricht und deiner Lebensaufgabe. Und daraus resultierend gilt es dann auch, dem Ruf deiner Seele zu folgen. Und wenn der Kopf dann sagt, das funktioniert jetzt nicht, weil, keine Ahnung, ich kein Geld habe, um in mich zu investieren, um mir jemand an meine Seite zu holen, der dort ist, wo ich hin möchte, der mir wirklich den Weg zeigen möchte und auch kann, weil derjenige schon dort ist, wo ich hin will,
Das sind auch so interessante Ansichten, die wir haben. Wenn wir unser Schulsystem durchlaufen haben, sind wir der Auffassung, wir können das alles alleine. Wir brauchen niemanden an unserer Seite, der uns zeigt, wie etwas funktioniert. Aber das ist fatal. Schau mal, wie viel einfacher war es, als wir in der Schule, und ich gehe nicht unbedingt konform mit unserem klassischen Schulsystem, ist nochmal ein anderes Thema, aber wie hilfreich war es, Lehrer, Mentoren an unserer Seite zu haben, die uns gezeigt haben, wie wir schreiben lernen, wie wir schreiben können, wie wir rechnen können. Und wenn du dich auch in anderen Bereichen umschaust, sei es jetzt Sportler oder Musiker, Schauspieler, das fällt mir noch ein. Ja, nehmen wir mal die drei Berufsgruppen. Die haben alle Mentoren an ihrer Seite, auch im Erwachsenendasein, die ihnen zeigen, wie es geht. Ein Sportler hat den Trainer an seiner Seite. Ein Sportler hat auch den Mentaltrainer an seiner Seite, der ihm hilft, den Mind so auszurichten, dass er auch den nächsten 100-Meter-Lauf in, keine Ahnung, wie viele Sekunden laufen kann. Also da geht es ganz viel auch um Vorstellungskraft. Der Schauspieler hat jemanden an seiner Seite, der ihm das auch alles rein mit auf den Weg gibt, wie er in welche Rollen reinschlüpft und. Nur wenn es darum geht, wirklich dem Ruf der Seele zu folgen, dem Lebensplan zu entdecken, den Seelenplan zu entdecken, da geht es ja auch darum, so diese sogenannten blinden Flecken, die da irgendwo in unserem Unbewussten sind. Wenn es uns bewusst wäre, könnten wir es ja selbst ändern, aber das sind Dinge, die in unserem System auf der unbewussten Ebene wie so ein Virusprogramm aktiv sind. Da kommen wir auf die Idee, ich schaffe das alleine. Das ist auch ein fataler Fehler. Ich sage dir ganz ehrlich, ich habe es viele Jahre alleine versucht, als ich angefangen habe, mir wirklich Menschen zu holen in mein Umfeld, die dort waren, wo ich hin wollte, mich in deren Energie hineinbegeben habe. Das hat alles verändert. Da ist dieses Puzzle, von dem ich dir eben erzählt habe, was ich mal da stehen hatte, ich erschaffe mir ein Leben voller Tage, von dem ich keinen Urlaub mehr haben möchte, hat sich das mehr und mehr zusammengefügt. So, und wenn dein Kopf dir jetzt solche Dinge erzählt, das funktioniert bei mir nicht, weil, und ich kann jetzt nicht, weil, wie wär's, wenn du da aufhörst zu kämpfen und dir stattdessen Fragen stellst, zum Beispiel, was, wenn es ganz easy ist, was ist sonst noch möglich, was, wenn es doch funktioniert, was, wenn es doch ganz leicht zu realisieren ist. Und wenn du so beginnst, jetzt tatsächlich nach vorne zu schauen und dich jeden Tag ein Stückchen mehr und mehr auch von deinen Gedanken und auch auf der Gefühlsebene, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, auch von der Gefühlsebene, schon in die Energie eintauchst, wie es ist, wenn du in deinem idealen Leben angekommen bist, wie schnell kann dann deine Lebenswirklichkeit auch im Außen sich verändern, sowohl auf der beruflichen, auf der privaten, als auch auf der gesundheitlichen Ebene. Ich habe mir in dem Kontext auch diesen Glaubenssatz, gebe ich dir gerne weiter, einen Glaubenssatz mal verinnerlicht. Kaum denke ich an etwas Schönes, schon wird es zur gelebten Realität. Kaum denke ich an etwas Schönes, schon wird es zur gelebten Realität. So, war das immer die letzten Jahre ein Zuckerschlecken? Ist das immer ganz steil nach oben gegangen bei mir? Nein, natürlich nicht. Gab es da mal wieder Zweifel und Ängste und irgendwelche Sorgen und Herausforderungen? Ja, natürlich. Aber woran wachsen wir denn letzten Endes? Wie der Schmetterling, der sich aus der Raupe entpuppt. Das sind doch die Dinge, die uns letzten Endes auch stark werden lassen. Das Ding ist nur, auch ein schönes Sprichwort, Aufgeber gewinne nie, Gewinner geben nie auf. Du darfst dich auf dem Gedanken öffnen, unaufhaltbar wirklich ab heute, wenn du das möchtest,
dich auf den Weg deines Herzens zu begeben, dir Menschen an deine Seite zu holen, in deren Energiefeld einzutauchen, die dort sind, wo du hin möchtest, damit du zum Beispiel genaue Schritte erfährst, wie genau du deine Lebensaufgabe entdeckst, wie genau du deinen Seelenplan entdeckst, wie genau du daraus deinen Seelenberuf, auch dem Ruf deiner Seele, folgen kannst, wie genau du damit auch die Geldenergie in dein Leben ziehst, die es dazu braucht, um letzten Endes dann tatsächlich so frei und selbstbestimmt zu leben, wie du es wirklich leben möchtest, wie du auch dir deine Familie, deine Partnerschaft, deine Beziehung, deine Ehe so gestaltest, wie du es wirklich hättest gerne, wie du deinen Kindern auch wirklich das Vorbild bist und ihnen das auf den Weg gibst, was du ihnen wirklich mitgeben möchtest. Es ist gerade bei mir so präsent, weil vielleicht hast du meinen Post von gestern auch hier in der Gruppe gesehen. Unsere Tochter, die ist ja gerade mal 20, ist schon eine gefragte und gefeierte Sprecherin bei einem Online-Kongress, gerade aktuell mit über 3.100 und noch was, vielleicht sind es inzwischen sogar schon 3.200 Teilnehmern. Warum hätte ich ihr zu Hause oder auch unserem Sohn, hätte ich ihnen zu Hause nur gepredigt, macht das so, folgt eurem Herzen und. Die waren ja auch schon so annähernd Richtung Pubertät unterwegs, als ich mich dann auf den Weg meines Herzens begeben hatte. Kinder ahmen uns nach. Das ging nur, indem ich vorgegangen bin. Und da waren natürlich auch Verlustängste da und Familie aufs Spiel zu setzen und. Ja, klar. Aber letzten Endes habe ich gemerkt, wie wenig ich auch unseren Kindern das Vorbild bin, das ich eigentlich sein wollte. Und das funktioniert auch für dich nur auf dem Weg, in dem du dich, für dein Leben entscheidest, so wie du es haben möchtest. Indem du mal eine Innenschau hältst und dir wirklich ganz klar darüber wirst, Kontakt zu deiner Seele aufnimmst, ohne Wenn und Aber und vor allem ohne Erst wenn, dann und auch ohne entweder oder. Das wäre, wenn alles möglich ist. Wenn kein entweder oder eine Rolle spielen würde, weil auch das sind nur Begrenzungen, in denen wir denken. Und wie schnell kann dann dein Leben sich wandeln und ändern? Wie schnell können da wundersame Dinge geschehen? Stichwort wundersame Dinge. Schau mal, ich habe eben davon gesprochen, dass alles eine große Energie ist. Auch wir sind eine Form von dieser Energie, die wir aber vom physischen Körper her als Materie wahrnehmen. Und wie sehr hast du bis eben vielleicht noch geglaubt, du kannst keine Wunder entstehen lassen? Wie wenig hast du dich bis eben als wunderbares, wundersames und endlich großes Wesen mal wahrgenommen? Und unter dem Aspekt darf ich dich dazu einladen, dich dem Gedanken zu öffnen. Wenn du selbst doch tatsächlich ein Wunderwerk dieser Natur bist, und das bist du, du hast einen Körper, du hast Ohren, mit denen du hören kannst, was für Wunder ist das? Du hast Augen, mit denen du in die Welt blicken kannst, was für Wunder ist das? Du hast Zellen und Organe in deinem Körper, die zu jeder Zeit ganz genau wissen, was zu tun ist. Du kannst dich bewegen, du legst dich abends zu Bett, machst die Augen zu und am nächsten Morgen machst du wieder auf. Ein neuer Tag ist wieder da. Was für ein Wunder ist das? Du bekommst den Impuls, etwas zu trinken, du greifst zur Tasse und weißt genau, in welchem Winkel du sie an den Mund führen musst, damit du Tee trinken kannst, was ich jetzt gerade mache. Was für ein Wunder ist das? Und da, bei dem Beispiel, wie viel Übung hat es aber dazu gebraucht, um das so hinzukriegen, was jetzt so selbstverständlich ist. Also auch das war eine Art von Training. Mit anderen Worten, das würde ich dir da gerne auch mit auf den Weg geben. Was lässt dich glauben, dass du ab heute
keine Wunder erschaffen kannst, wo du doch selbst eigentlich das Wunder auch bist, ein Wunderwerk der Natur. Und was lässt dich bis eben glauben, dass wenn du heute die Entscheidung triffst, morgen schon alles anders sein muss? Also wenn ich diesen Zauberstab entdeckt habe, den lasse ich mir patentieren. Ich teile den auch gerne hier mit euch. Wir sind immer noch in einem Universum, bei aller mentalen Gedankenausrichtung, bei unserer Vision, wie wir es gerne in der Zukunft hätten und dem dann auch zu folgen, dem Ruf unserer Seele zu folgen, geht es nach meiner Erfahrung noch nicht auf dem Weg zu sagen, um Mantren zu singen, zu rezitieren, liebes Universum, jetzt liefer mal, wir dürfen auch immer noch Dinge dafür tun. Ja? Geld verdienen kommt immer noch von dienen, aber Achtung, viel Geld verdienen heißt nicht auf der gleichen Ebene auch viel dafür arbeiten zu müssen, weil das ist ein Glaubenssatz, der definitiv nicht stimmt. Beim Geld geht es wie allem, bei allem anderen auch darum, so wie du die Luft und Sauerstoff zum Atmen empfängst, wie wäre es, wenn es auch einfach darum ginge, die Geldenergie, die es dazu braucht für dein Leben, das du gerne hättest, diese Geldenergie dir auch zu erlauben, zu empfangen. Aber das ist auch nochmal ein etwas umfassenderes Thema. Ich würde es dir nur mal gerne heute Morgen hier auch zusätzlich mit auf den Weg geben. Und wie wäre es, wenn du dir so erlaubst, mal wirklich ab heute groß zu träumen, und dann auch wichtig, damit es auch zur Lebenswirklichkeit werden kann, dieser Energie folgst, entsprechend ins Handeln kommst. Weil letzten Endes, Stichwort Universum, du darfst dann ab heute auch gewisse Dinge, vielleicht sogar viele Dinge anders machen, als du sie bis gestern noch gemacht hast, damit du andere Resultate in deinem Leben erzielst. Und wie ist das am einfachsten möglich? Indem du tatsächlich auch Menschen an deiner Seite hast, die dort sind, wo du gehen möchtest, die dir das mit auf den Weg geben. Das ist etwas, was wir ja auch in der Akademie machen. Schritt für Schritt, eins nach dem anderen, da abholen. Also ich hole jeden, der zu mir in die Akademie, ins Mentoring kommt, ich und mein Team, da ab, wo der oder diejenige steht. Und da gehen wir Schritt für Schritt vor, damit entsprechende Resultate auch erzielt werden. Der Weg ist das Ziel. Und dann ist natürlich vieles viel schneller möglich als das, was man bis eben noch für möglich gehalten hat. Ja. So. Also. Einladung nochmal. Erlaube dir, Kontakt so zu deiner Seele aufzunehmen, die Botschaften deiner Seele zu erkennen, die sie dir bis eben geschickt hat. Und erlaube dir heute, deinen Weg dahingehend zu korrigieren, dass du deinen Seelenplan entdeckst, deine Lebensaufgabe erkennst, deine Mission, die damit zusammenhängt, auch erkennst und dir im nächsten Schritt auch tatsächlich erlaubst, dem Ruf deiner Seele zu folgen, um dann tatsächlich selbstbestimmt und frei zu leben, so wie du es möchtest. Es geht nicht darum, dass du mich oder sonst jemanden nachahmst. Es geht einzig und allein um dich, dass du dir wirklich ohne Begrenzungen klar darüber wirst, wie schaut meine ideale Zukunft aus? Wo lebe ich? Wie lebe ich? Was mache ich tagsüber? Mit wem verbringe ich in erster Linie meine Zeit? Und. Und was wäre, wenn da wirklich alles für dich möglich wäre? Und schau mal, wir haben jetzt Mitte September. Also ich habe das Gefühl, das Jahr hat erst angefangen. Wahrscheinlich, vielleicht geht es dir auch so. Wenn es dir vielleicht noch ein bisschen schwerfällt, ganz groß zu denken und vielleicht ungreifbar große Ziele jetzt schon zu formulieren, dann geh doch mal hin und
Denk doch mal an den 31. Dezember 2021. Wie möchtest du auf dieses Jahr hier nur zurückblicken? Möchtest du zurückblicken, dass du denkst, ja, irgendwie habe ich es mal wieder hingekriegt, aber ich bin immer noch nicht auf meinem Herzensweg. Ich habe wieder Schleifen gedreht, da bin ich ein Stückchen weitergekommen, aber da hapert es noch und keine Ahnung, was auch immer. Ich plag mich immer noch mit irgendwelchen körperlichen Signalen. Muss mir immer noch jeden Monat auf ein neues Gedanken machen, wie ich finanziell über die Runden komme und solche Dinge. Oder willst du zurückblicken am 31. Dezember auf dieses Jahr und sagen, yes, am 12.09., ich weiß noch genau, wie es war, da habe ich so viele Erkenntnisse bekommen, da habe ich mich wirklich mal getraut, groß zu träumen, mich auf den Weg meines Herzens zu begeben. Ab dem Zeitpunkt habe ich es wirklich geschafft, tagsüber immer wieder in der Vision zu sein, wie mein ideales Leben ausschaut, bin dieser Energie gefolgt und habe in diesem Jahr den Quantensprung meines Lebens gemacht. Wie willst du selbst es wirklich haben? Was wäre, wenn alles möglich wäre für dich? Und es ist definitiv alles für dich möglich. Es ist für dich viel, viel mehr möglich als das, was du bis eben für möglich gehalten hast. Denn schau mal, das sind alles interessante Ansichten und Denkmuster, die wir in uns haben, die uns erzählen, ja, bei anderen geht das oder bei mir geht das nicht oder ich habe schon so vieles probiert, bei mir funktioniert das nicht und. Das sind alles interessante Ansichten. Wie wäre es, wenn du ab heute viel mehr im Dialog mit dir selbst bist und dir selbst die Frage stellst, was, wenn es doch möglich wäre? Was, wenn es doch möglich wäre? Und du dieser Energie folgst. Und eine Möglichkeit ist, kommt gleich ein Link im Kommentarfeld, führt dich zu einem Formular, kannst gerne anmarkieren, was dir aus deiner Sicht bis eben noch fehlt. Eine Telefonnummer hinterlassen, ich oder jemand aus dem Team rufen dich an und du kannst in diesem Telefonat nichts kaufen. Du kannst definitiv nichts kaufen. Wir schauen da erstmal, wo stehst du, nochmal näher hin, wo möchtest du wirklich hin und wie können wir dich dabei unterstützen. Aber in diesem Telefonat ist völlig unverbindlich, bekommst du erstmal Impulse mit auf den Weg, wie wir dir gegebenenfalls helfen können. Tatsächlich. Von A nach B zu kommen, damit du zum Beispiel am Ende dieses Jahres zurückblickst und sagst, wow, das war wirklich mein Erfolgsjahr. Genau. Was wäre, wenn du dich dem Gedanken öffnest, dass heute der erste Tag von deinem neuen Leben ist. Annette, oh, die Annette ist mit dabei. Wunderschönen guten Morgen. Die Melanie, welch eine wundervolle Frage. Was, wenn alles möglich wäre? Genau. Die Antonia ist auch mit dabei. Liebe Antonia, wunderschönen guten Morgen. Jetzt sehe ich mal eure Kommentare hier auch. Mein Schatzi ist mit dabei. Die Barbara ist mit dabei. Wie schön. Antonia, liebe Irmgard, danke vielmals für deine Ausführungen. Genau, schon 100-mal gehört, auch jetzt ist mir was aufgegangen. Mein großer Wunsch, Naturwesen, Zwerge, Kobolde zu filzen, ist ja nicht nötig. Warte noch. Ja, Antonia, warte noch, bis du deine Pflichten erfüllt hast. Pack erstmal alle Kisten aus. Ich gehe tatsächlich nicht den Weg meines Herzens, weil ich immer noch die Dinge von außen wichtiger, berechtigter finde. Danke für diese Erkenntnis. Das haut mich jetzt fast um. Antonia, du machst mir so eine Freude mit diesen Erkenntnissen. Wie schön. Vielen, vielen Dank. Wow. So schön. So schön. Danke, danke, danke. Ach, ihr Lieben. Sehr schön. Okay, also für alle, die das live hier am Replay anschauen, hinterlasst gerne einen Kommentar. Ich freue mich, ich schaue im Nachhinein da ja auch immer noch mal rein.
Und ich wünsche euch noch alle einen wundervollen Tag. Abschließend nochmal, mach dir bewusst, was für ein wunderbares und endlich großes Wesen du tatsächlich bist. Liebe. Ciao, ciao.